Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Und ja, jetzt habe ich wirklich die neuesten Neuigkeiten für euch, denn Mark Terenzi hat sich jetzt endlich zu Wort gemeldet nach den heftigen, wirklich heftigen Vorwürfen, die ihm gemacht werden. Seit einigen Tagen kursiert im Netz die Schlagzeile, er hätte sich an eine Minderjährige rangemacht und er dafür angezeigt wurde, und zusätzlich würde er seiner Pflicht des Unterhalts bei seinem Sohn nicht nachkommen. Ja, darüber habe ich heute für euch berichtet. Wenn ihr das erste Video verpasst habt, verlinke ich euch einmal es hier. Hier ging es um den gesamten Vorwurf, den Mark Terenzi gemacht wird. Dann habe ich noch das zweite Video für euch. Hier geht es um den nächsten Anwalt, der eingeschaltet wurde. Und jetzt hat sich Mark Terenzi doch endlich mal zu Wort gemeldet und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen erleichtert. Ich habe ja wirklich die ganze Zeit mich gewundert, wieso sagt er denn nichts, wieso macht er denn kein Statement, wieso lässt er denn das alles über seinen Kopf passieren und äußert sich nicht. Und natürlich, wenn man sich dazu nicht äußert, heißt es ja nicht automatisch, dass man schuldig ist oder nicht schuldig ist, aber natürlich erwartet man ja irgendwie eine Stellungnahme. Noch einmal. Man ist nicht dazu verpflichtet, ein Statement abzugeben. Das muss man nicht. Man kann auch einfach nicht sagen. Aber ich glaube, für jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, ist das schon ein bisschen schwieriger, das alles irgendwie zu ignorieren und an sich vorbeiziehen zu lassen, während doch aber die Kacke so richtig am Dampfen ist. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, Danny, also auf dampfende Kacke, auf die stehe ich, dann finde ich herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich berichte für euch zweimal am Tag die neuesten Trash-News und das versuche ich so pünktlich wie möglich einzuhalten. Und bis jetzt habe ich es eigentlich auch immer geschafft. So, genug gequatscht. Wir schauen uns jetzt mal das Statement von Mark Terenzi an und ich vermute, es wird nicht lange dauern, bis entsprechende Zeitungen auch darüber berichten werden. Wir schalten mal rüber zu Mark Terenzi Instagram und hier sehen wir auch schon das Statement. Er schreibt, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, sind die jetzt öffentlich gewordenen unglaublichen und vollkommen haltlosen Vorwürfe gegen mich nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Selbstverständlich bin ich umgehend, nachdem ich davon in Kenntnis gesetzt worden bin, anwaltlich dagegen vorgegangen. Derzeit läuft das Verfahren noch, so dass ich zu den Einzelheiten im Moment öffentlich leider keine Stellungnahme abgeben kann. Mir ist es aber sehr wichtig, unmissverständlich klarzustellen, dass ich die Vorwürfe gegen mich in aller Deutlichkeit und entschieden zurückweise. Ich habe in meinem Leben bestimmt nicht alles richtig gemacht, ganz im Gegenteil. Was mir hier jetzt allerdings unterstellt wird, ist nicht in Worte zu fassen. Ich werde meine Unschuld beweisen und die Urheber dieser Verleumdung zur Verantwortung ziehen. Euer Mark. Und dann steht noch zusätzlich, der Text ist für mich vom Englischen ins Deutsche übersetzt worden. Mir war wichtig, die Worte nicht auf Englisch zu veröffentlichen. Zitat Ende. Und für alle, die sich jetzt nicht so sicher sind, hä, wie meint er das? Naja, Mark Terenzi spricht nicht fließend Deutsch. Deswegen hat er wahrscheinlich seine englischen Worte übersetzen lassen. Ich glaube, der ein oder andere Mark Terenzi und Verena Kehrt-Fan wird jetzt hier aufatmen und ein bisschen erleichtert sein, dass er jetzt nun Tatsache wirklich etwas gesagt hat. Nämlich, er sagt hier ganz klar, er ist unschuldig. Das sind Verleumdungen, gegen die er jetzt vorgehen wird. Was ich hier von meiner Seite in meiner Berichterstattung schon festgestellt habe, ist, dass die Presse ja extrem auf dem Mark Terenzi-Zug aufgesprungen ist und wir hier auch den ein oder anderen Artikel auch als Fake entlarvt haben. Das ist das Video, was ich euch hier einmal verlinke. Da ging es um einen T-Online-Artikel, wo es hieß, Mark hätte zu den Vorwürfen Stellung bezogen. Und wenn man denn weitergelesen hat, hat man herausgefunden, er hat gar nichts gesagt, sondern das war halt eine kleine Fake-Schlagzeile. Was aber auf jeden Fall sehr interessant zu sehen ist, die Bild hat ja hier angefangen mit der Schlagzeile, dass Mark Terenzi sich angeblich, es ging um den Vorwurf der sexuellen Belästigung, so ist das wahrscheinlich besser ausgedrückt, und er hat dazu halt lange nichts gesagt. Und dann ist es halt auch immer interessanter geworden, dass immer wieder die Bild-Zeitung neue Artikel über Mark Terenzi veröffentlicht hat. Das letzte Video war erst heute Morgen von mir, wo wir Fotos gesehen haben, wo er zusammen mit Verena Kehrt auf Mallorca
vermutlich im Hotel saß und sie einfach fotografiert wurden. Hier habe ich ja schon in den Raum geworfen, ob das überhaupt so in Ordnung ist oder nicht, einen Prominenten zu fotografieren, wenn er nicht öffentlich unterwegs ist, sondern in einem Hotel ist. Das lasse ich mal dahingestellt. Aber, und das will ich hier nochmal ganz kurz sagen, dieses Statement von Mark Terenzi ist sehr wichtig. Denn viele, und das habe ich hier auch in den Kommentaren gelesen, viele sind auch davon überzeugt, dass Mark Terenzi wirklich nicht der Unschuldigste ist. Ja, aber viele haben hier gesagt, nee, also das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, wenn ihr das Statement hier in den Kommentaren diskutieren wollt, bleibt bitte höflich, bleibt bitte sachlich, bleibt freundlich und bedenkt, es gilt die Unschuldsvermutung. Hier hat Mark aus meiner Sicht ein starkes Statement gesetzt und ich glaube, das war nicht leicht für ihn, diese Entscheidung zu treffen, weil sonst wäre ja schon längst ein Statement von ihm zu dieser ganzen Geschichte gekommen. Jetzt ist es da. Ich persönlich freue mich drüber, dass er sich geäußert hat. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, das hier euch auch sofort zu zeigen, denn ich in meiner Berichterstattung möchte schon alle Seiten irgendwie hören, berücksichtigen und euch präsentieren, weil einfach so ein besseres allgemeines Bild erzeugt werden kann. Interessant für mich wird jetzt aber auch sein, wie wird denn jetzt die Presse selbst darauf aufmerksam? Die eine Seite sagt, ja, die Presse ist Mark am Jagen, aber man darf ja eins nicht vergessen, die Presse hat es nur öffentlich gemacht, die haben Mark aber nicht angezeigt. Das war Tatsache eine andere Person. Und wenn ich mich richtig erinnere, nämlich die Mutter der besagten Teenagerin. Von daher glaube ich, könnte es sehr gut sein, dass die Presseberichterstattung trotz allem weiterhin gegen Mark schießen wird. Denn so ist mein persönlicher Eindruck, das ist meine persönliche Meinung, ist die Presseberichtung anti-Mark und das seit dem Skandal. Man hat nicht das ein oder andere wieder aufgearbeitet, sondern es ging hier wirklich die ganze Zeit gegen Mark, von körperlicher Verletzung bis hin zu Alkoholexzessen. Mark sagt selbst, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig hier in dem unteren Statement, er ist nicht perfekt, er hat in seinem Leben nicht alles richtig gemacht, aber diese Vorwürfe, die weist er gekonnt und entschieden zurück, Freunde. Und das soll es heute auch schon von mir gewesen sein. Eigentlich war für jetzt ein Video geplant, das habe ich tatsächlich jetzt zurückgestellt für morgen früh, damit ihr das denn morgen sehen könnt. Mir war es jetzt einfach wirklich wichtig, hier ja so schnell wie möglich euch dieses Statement zu zeigen, denn wir haben heute ja auch schon über Mark Terenzi berichtet und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr, sehr gut, dass wir das jetzt besprochen haben. Wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann abonniere mich hier gerne auf YouTube. Wir sind hier eine kleine Trash-Familie, die stetig am Wachsen ist. Aktuell ist die Zukunft dieses YouTube-Kanals noch nicht so ganz klar. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich mir aktuell hier nicht so sicher bin, wie das hier alles weitergeht oder nicht. Wenn du aber trotzdem keine Videos von mir verpassen willst, dann schau gerne bei meinem Hauptkanal vorbei. Den gibt es schon seit 4,5 Jahren. Dort gibt es was ganz anderes, nämlich Familien-Content zusammen mit meinem Verlobten. Da ist für ganz, ganz viele Leute ein Safe Place entstanden. Immer gute Laune, immer interessante Neuigkeiten und weg von dem ganzen Trash. Ich muss euch ehrlich sagen, dieser ganze Trash-Bereich, ich habe das Gefühl, dass der mich auch selbst ein bisschen in einen Sumpf reinzieht, auf den ich eigentlich von meinem Charakter her gar keinen Bock habe. Ja, das erstmal so meine kurzen Gedanken dazu. Vielleicht werden wir darüber nochmal ausführlicher sprechen, aber das wollte ich euch schon mal so mitteilen. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen hier auf diesem Kanal um 14 Uhr zum ersten Kaffee. Macht es gut. Tschüss. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.